So, und damit hallo und herzlich willkommen im Moor, streng genommen. Das ist jetzt erst natürlich der Rand vom Moor, wie man an der Vegetation hinter mir erkennen kann. Handelt es sich unzweifelhaft noch um einen Wald. Wenn wir uns dann im Zentralmoor befinden, dann gibt es ja oft auch einen Moorsee. Also fast jedes intakte Moor hat irgendwo in der Mitte eine Stelle, wo die Vermoorung wirklich so weit fortgeschritten ist, Hochmoor wohlgemerkt, dass wir einen Moorsee antreffen. Das ist also ein ziemliches Charakteristikum. In diesem Fall, ich bin auf dem Kaltenbronn, das hier ist der Bannwald Wilder See, heißt der so, Wildsee? Das ist das Problem, es gibt den Wilden See und es gibt den Wildsee. Wildsee. Wilder See ist ja beim Murmelsee. Wilder See ist, genau, Wilder See ist im beim Ruhestein im Hochschwarzwald und hier sind wir, wie gesagt, auf dem Kaltenbronn. Und ja, ich wollte nur kurz die Anmoderation machen im Wesentlichen. Das hier wird jetzt quasi das Remake von meinem sehr, sehr alten Video Ein Mann im Moor und zum Zwecke der Corona-Bespaßung. Ne? Also dem solidarischen Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm. Ha, fehlerfrei. Uhu. Evelyn ist auch da. Hallo. Mhm. So, und es ist sauvoll im Wald. Die Leute haben nichts anderes zu tun, als in den Wald zu gehen. Ich kann es ja nachvollziehen. Ich bin aber der Einzige, der hier arbeitet. Alle anderen haben frei. Schweinerei. So, wir gehen ein bisschen weiter. So, also hier haben wir jetzt den Randmoorwald. Jetzt nochmal im Detail. Und hier gibt es durchaus auch so ein paar Sächelchen zu sehen. Nämlich, wir haben hier noch Bäume, die diese Bezeichnung verdient haben. Aber wenn ich euch jetzt sage, dass die Tanne hier, ist eine Tanne? Moment, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Oh, es ist tatsächlich eine Fichte, scheiße. Es ist eine Fichte mit tannenartiger Krone. Gemeinheit. Gut, also die Fichte hier dürfte viel, viel, viel älter sein, als sie aussieht. Normalerweise ist das hier so ein Exemplar so um die 35, aller spätestens. Die hier könnte im Grunde auch schon 100 sein, problemlos. Einfach weil die Wachstumsgeschwindigkeiten hier jetzt im Moor massiv reduziert sind. Was ein Moor genau ist, was sich damit detailliert noch so auf sich hat, allgemeine Moorökologie machen wir dann gleich in der Mitte vom Moor, da ist es am eindrucksvollsten. Aber grundsätzlich die Wachstumsbedingungen für Bäume werden schlechter, je weiter man ins Moor reinkommt. Und tatsächlich ist das hier mehr oder weniger auch der letzte richtig baumige Baum auf weiter Flur. Wenn wir mal jetzt nach hier gucken, das Ding hört gleich auf. Da hinten haben wir noch zwei halbwegs hohe. Aber ansonsten nimmt ab dieser Fichte tatsächlich die durchschnittliche Vegetationshöhe doch rapide ab. Und das ist ganz typisch. Und je näher man dem Mittelpunkt des Moores kommt und je weiter man reinläuft, desto niedriger wird quasi die Vegetation. Es ist ganz grundsätzlich immer so bei allen Wäldern der Erde, dass diese in den seltensten Fällen eine abrupte Grenze haben, wo man rübergeht und dann ist der Wald zu Ende. Das ist fast immer anthropogen, wenn es sowas gibt. Beispiel der Wald hinter irgendeiner Alm in den Alpen. Ja? Da gibt es immer eine schöne schnurgerade Linie, weil das einfach eine Grundstücksgrenze ist. Und davor ist Wald, dahinter nicht. Und das ist ganz klar immer menschgemacht. Eine natürliche Waldgrenze, da wird der Wald erst niedriger, dann lichter, also auch deutlich weniger Exemplare irgendwann, dann noch niedriger, dann gibt es Zwergbäume, also Zwerggehölze muss man eigentlich eher sagen. Das wäre im Bereich vom Moor beispielsweise die Moorkiefer oder die Moorbirke, die werden jeweils, wenn sie mal ganz hoch sind, 2,50 Meter, sowas in die Richtung. Und danach ist dann irgendwann Schluss tatsächlich mit Bäumen im weiteren Sinne. Und dass das halt eben so ein gestufter Abgang ist bis hin zu holzpflanzenfreien Vegetationszone, ist ganz typisch für fast jede Waldgrenze, die wir in kügelmäßigen Ökosystemen zumindest antreffen. Jetzt gehen wir weiter. Moore sind übrigens auch besonders schöne Ökosysteme. Ja, und im Grunde gibt es hier nichts zu sehen, aber ich bin trotzdem immer wirklich super, super gerne auch auf diesen Teil vom Bohlenweg, der hier durch die tollen Moorkiefernwälder hindurchführt. Ihr seht, Moorkiefer, ne? Deutlich niedriger, buschförmig und auch durchaus was Spezielles.
Allerdings, der Haken ist, die Moorkiefer ist eigentlich nur eine Varietät von unserer normalen Waldkiefer inzwischen. Man spricht da nicht mehr von einer eigenen Art, weil es immer mal wieder vorkommt, dass die Wuchsform Moorkiefer zusammen mit der Wuchsform Waldkiefer eben entsprechend vorkommt. Und man muss sich wirklich die Dinger jeweils im Detail angucken, um das genau unterscheiden zu können. Da ein Moor auch immer ein sehr kalter Lebensraum ist, finden wir hier typischerweise irgendwelche Wuchsformen, die runtergedrückt wirken. Als ob man da häufiger mal was Schweres draufschmeißen würde. Ja? Und krumm und schief. Man spricht übrigens auch von Krüppelkiefer in diesem Zusammenhang. Da drüben kann man es auch nochmal wunderbar sehen, hier beim unteren Ast. Das ist einfach Tatsache, dass hier massive Mengen an Schnee aufkommen. Also normalerweise im Winter. Jetzt im letzten Winter war es relativ wenig. Aber selbst für den Verhältnisse des letzten Winters gab es hier auch wieder Schnee. Also große Moore und das auch noch auf höherer Höhe. Wir befinden uns hier, glaube ich, auf 850, irgendwie sowas um den Dreh. Nein? Über 900. Über 900, danke. Metern. Ja, kann schon sein. Noch ein bisschen runterfahren wieder. Ja, ja. Also, Passhöhe war 933. Ja, okay. Gut, jetzt sind wir aber auch wieder ein bisschen hochgegangen. Ja, dann sagen wir einfach mal knappe 9. Und und dazu noch Moor, das ist ein super schneesicherer Standort. Allerdings kann man hier nicht Skifahren. Ja? Und das heißt, man könnte vielleicht, aber man sollte es wirklich nicht. Wobei erfahrungsgemäß Langläufer sind schon ganz gerne mal entlang des Bohlenweges unterwegs. Also man findet da auch immer Spuren von Langlauf-Ski, wenn dann da entsprechend der Schnee drauf ist. Das ist ja, daran ist auch nichts auszusetzen. Also grundsätzlich sollte man aber den Bohlenweg nicht verlassen. Darauf weist auch dieses verblichene Schild hier hin. Einfach weil Moore auch sehr empfindliche Ökosysteme sind. Jeder, der da drin rumstapft, macht ein bisschen was kaputt. Wenn man das noch aus einem guten Grund tut, weil man halt zum Beispiel Moorforscher ist oder ähnliches, dann ist es noch verkraftbar. Aber einfach zum Zwecke des Naturgenusses, naja. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich, weil es tatsächlich auch schon vorgekommen ist, dass Leute im Moor versunken sind. Und es kann auch mal passieren, dass man dann wirklich in eine Situation kommt, aus der man sich selber nicht mehr befreien kann. So ist es meinem Vater mal passiert, der war ja zeitlebens Moorforscher. Und einmal saß er wirklich so fest drin, dass ihn seine Studenten wieder rausziehen mussten. Wäre er von alleine nicht mehr rausgekommen. Man kühlt dann auch schnell aus und wird dann auch irgendwann schwach. Und dann hat man den Salat. Und dann gibt es eine Moorleiche gegebenenfalls. So. Die kriegt rote Haare. Und die kriegt dann rote Haare, genau, wegen den diversen Gerbstoffen im Moor. Wir gehen weiter. Ja, hier ein schöner Fall. Die Frage, wo Deutschlands Klopapier hingekommen ist. Hier im Moor liegt es da. Nein, das ist natürlich weißes Zeug. Evelyn und ich haben die Übereinkunft getroffen, dass wir uns weigern, ab dem 15. März noch von dem SCH-Wort mit den zwei Es zu sprechen, weil... Schatz. Schreibt man Schnee mit zwei E? Ja, ja. Puh, jetzt war ich doch gerade verwirrt. jedenfalls haben wir uns geweigert, den beim Namen zu nennen, weil wir irgendwann ja mal im April noch wirklich tief im Schnee gesessen sind und uns das ein bisschen gestört hat. Und dementsprechend wollten wir dem Schnee quasi keinen Gefallen tun und haben ihn dann als das bezeichnet, was er nicht ist, beziehungsweise was auch ist. Weißes Zeug. Ja, aber jedenfalls, das ist mit einer der letzten Stellen, die wir im ganzen Schwarzwald finden können. Obwohl auch selbst auf den höheren Bergen, also gut, auf dem Feldberg vielleicht, aber hier zumindest im Nordschwarzwald wird man auf jeden Fall keinen weiteren Schnee finden, außer noch in den Mooren wirklich ganz kleine Reste, aufgrund dessen, dass die ein sogenanntes azonales Klima haben. Und warum haben die ein azonales Klima? Weil der Moorboden im Grunde aus Torf und damit toter Pflanze besteht und damit sehr viel Wasser aufnehmen kann. Und das bedeutet, dass wir hier halt so einen dauerfeuchten Lebensraum haben. Und so ein großer Wasserspeicher ist auch ein hervorragender Temperaturspeicher, beziehungsweise kühlt halt sehr schnell auch aus, ja, und ist in der Lage, nicht so schnell wieder warm zu werden. Deswegen im Moor, in einem großen Moor wie diesem hier, da hinten sieht man jetzt auch langsam schon den Moorsee, dazu dem kommen wir gleich, können wir mit etwa 2, 3 oder sogar 4 Grad kälteren Durchschnittstemperaturen als in der Umgebung, wo kein Moor ist, entsprechend rechnen. Und es ist eigentlich das eindrucksvollste Beispiel für ein kleines Gebiet mit azonalem Klima, also wirklich einer deutlichen Klimaanomalie zur direkten Umgebung. Und das sieht man also hier ganz eindeutig am Schnee. Woanders liegt keiner mehr. Ja?
Hier haben wir einen Besucher des Moores, Herr Erpel. Eben hat er noch gequakt. Jetzt quakt er natürlich nicht mehr, jetzt wo man die Kamera drauf hält. Ja, jetzt sehen. Ah, danke. Ja. Erpels Kommentar zum Zeitgeschehen. Herzlichen Dank an Herrn Erpel. Da ist er jetzt. Jetzt ist er auch wieder scharf, der Herr Erpel. Herr Erpel ist so halb ein Problem, weil damit ein Moor intakt bleibt, muss es ein ausgesprochen nährstoffarmer Lebensraum bleiben. So, das Problem ist ja jetzt, dass wir, seit wir das Haber-Bosch-Verfahren erfunden haben, also die Herstellung von Kunstdünger quasi für die Landwirtschaft, so viel Kunstdünger produziert haben und den so weit rausgeblasen haben in die Welt, dass wir inzwischen den ganzen Planeten gedüngt haben. Ja, das Zeug verbreitet sich dann auch ganz einfach in die Atmosphäre, wird vom Regen teilweise noch verbreitet und da gibt es vielerlei Verbreitungsmöglichkeiten, dass also der Dünger früher oder später überall in gewissen Anteilen ankommt. So, und da ein Moor für seine besondere Biologie und seine besondere Ökologie eben darauf angewiesen ist, super nährstoffarm zu sein, ist das im Moor ein besonders großes Problem. Denn kriegt das Moor zu viel Nährstoffe, dann haben wir das Phänomen, dass plötzlich wieder der Wald ins Moor reinwächst, ja? Dass die Bäume immer weiter vordringen und irgendwann auch Tiere wie Herr Erpel hier im Moor was zu fressen finden. Ein wirklich ganz krasses, natürliches Moor, das vom Menschen komplett unbeeinflusst ist. Das gibt es auf dem ganzen Planeten nicht mehr, weil wir den ganzen Planeten gedüngt haben, wie gesagt. Aber in einem solchen würde Herr Erpel überhaupt nichts zu fressen finden. Herr Erpel könnte hier also nur einen Zwischenstopp machen auf der Reise nach sonst wo, weil er von oben sieht, oder gibt es eine schöne Wasserfläche, da kann ich mal Pause machen und ein bisschen hin und her schwimmen und Quark Quark sagen. Und dann würde Herr Erpel wieder abhauen. Auch heute ist es noch so, dass er sich hier nicht heimisch fühlt. Ja, er wird hier nicht bleiben, er wird hier nicht auf die Idee kommen zu brüten, selbst wenn er eine Frau Ente finden würde. Und dementsprechend müssen wir uns da wenig Sorgen machen. Aber, dass man immer mal wieder Stockenten hier auf dem Wildsee sieht, ist ja schon ein Indiz dieser Änderung des Nährstoffhaushalts des Moores. Besonders fatal wäre es dann jetzt, wenn wir sagen würden, wir füttern Herrn Erpel, weil er so sympathisch ist, das ist er ja wirklich, dann würden wir natürlich den Nährstoffeintrag ins Moor noch viel stärker erhöhen, weil alles, was du da an hochkonzentrierter Zivilisationsnahrung, also zum Beispiel Brot, reinschmeißt, das ist fürs Moor quasi ein unglaubliches Überangebot an Nährstoffen. Das ist, als würdest du jemanden, der sein Leben lang sich nur von keine Ahnung, 4 Reiskörnern am Tag ernährt hat, einmal zum Super Size Me Meal bei McDonald's in den USA einladen. Der wäre, glaube ich, etwas überfordert und vermutlich auch leicht angeekelt. Aber das kann man ungefähr so vergleichen. Und die ganzen Organismen, die sich über Jahrzehnte, Zehntausende, also genau genommen ist dieses Moor hier wahrscheinlich 12.000 Jahre alt, die sich über diese Zeit hier eingenistet haben und hier angesiedelt haben, die sind einfach darauf spezialisiert, klarzukommen mit Bedingungen, in denen es einfach fast nichts zu essen gibt. Und deswegen findet man in Deutschland die einheimischen fleischfressenden Pflanzen, die wir so haben, überwiegend in Mooren. Denn hier lohnt es sich wirklich, wenn man als Pflanze auf die Idee kommt, noch Insekten zu futtern. Die enthalten nämlich vor allen Dingen Eiweiß. Und genau vor allen Dingen Eiweiß ist eben exakt das, was fehlt hier im Moor. Weil wo soll es herkommen? Ja? Es sind tierischer Biomasse drin. Tiere gehen hier im Regelfall auch nicht rein, weil die Pflanzen, die hier wachsen, ja auch wieder an ein Leben ohne Nährstoffe angepasst sind. Und was enthalten sie dann auch eben entsprechend wenig? Genau, Nährstoffe. Klar, wenn hier dauernd das Rotwild reinrennen würde und hier dauernd reinscheißen würde, dann hätten wir auch einen gewissen Nährstoffeintrag von draußen. Aber genau an sowas kann man dann wunderbar sehen, wie sich dieses Gleichgewicht, ein Fließgleichgewicht, das sich langsam auch ändert, aber wie sich sowas einstellt, ja? Das Rotwild kommt hier nicht rein, weil es nichts zu futtern findet und damit scheißt sie auch nicht rein und damit bleiben die Bedingungen, wie sie sind. Genau genommen werden die Nährstoffbedingungen in einem Moor immer schlechter, je älter das Moor wird.
Und es ist einfach ein toller Platz. So, und hier können wir jetzt das Torfpaket auch sehen, da wo die Birken drin stecken. Ne? Also ganz offensichtlich unten Wasser, oben drauf Torf. Ich komme ein Stück weiter. Chefin, immer machen, was Chefin sagt. Tipps fürs Leben. Oh ja, hier, wunderbar. Und wenn der Torf nämlich nicht auf der Außenseite so sehr mit Grünzeug bewachsen ist, dann sieht er so aus. Also im Grunde schwarzes Zeug. Dieses schwarze Zeug kann man da jetzt in Rausch stechen, also Torf stechen, und kann daraus lustige Ballen machen, beziehungsweise Ziegel. Und dann hat man mehrere Möglichkeiten. Entweder man baut mit den Ziegeln irgendwas, das geht, Torfsodenhütte. Viele nordische Völker der Welt haben da lange, lange Zeit drin gelebt. Sämtliche Inuit hatten, bevor die Zivilisierten in Anführungszeichen gekommen sind, hatten die genau solche Behausungen, also Torfstichhäuslein, wo man dann noch teilweise zur Isolation noch Felle oben drüber gelegt hat, beziehungsweise das Dach war manchmal nur aus Fell, und dann hat man noch versucht, die Konstruktion mit Walrippen eben als Holzersatz zu stabilisieren. Und das hat funktioniert, ja. Also offensichtlich muss es funktioniert haben, weil die haben ja irgendwie überlebt. Ja, und die andere Alternative, was man da sonst noch mitmachen kann, ist anzünden. Blöd nur für die Inuit, dafür muss man den Torf erstmal trocknen. So, und da der leider da oben nie getrocknet ist, da war es einfach viel zu kalt, auch im Sommer, dass der Torf nennenswert trocken geworden wäre, konnten die eben nie mit Torf heizen und mussten deshalb heizen mit, ja, tatsächlich Fisch und Wal und Robbentran, also dem tierischen Fett auf gut Deutsch. Das war die einzige Heizquelle, die sie hatten, und haben dann mit einer winzigen Lampe eben genau aus so einem Fett, mit einer winzigen teelichtgroßen Flamme in Anführungszeichen obendran, haben die ihre komplette Behausung beheizt. Und eigener Körperwärme. Also ich finde, das ist eine Wahnsinnsleistung. Gut, aber davon wollte ich ja eigentlich gar nicht reden. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, das hier ist also ein Torfpaket. Hier oben ist es dann irgendwann zu Ende. Das kann durchaus sehr mächtig sein. Grob sagt man, pro 1000 Jahre gibt es bis zu 1 Meter Torf, wenn das einigermaßen schnell geht. Da unten drunter ist ja auch noch mehr Torf, und dieses Moor hier ist, glaube ich, bis zu, an der ältesten Stelle, bis zu 12 Meter mächtig, die Torfschicht. Ne? So. Torfstechen ist ja auch der Grund, weshalb Moore dann auch entwässert worden sind. Erstens, man kann die Fläche anderweitig nutzen, und man hat dann Torf als Rohstoff. Ne? Wichtig, wichtig, wichtig. Augen auf beim Blumenerde-Kauf, denn in Blumenerde, wenn nicht extra draufsteht, torffrei oder Bio-Blumenerde oder sonst was, ist ganz oft Torf drin. Und das ist schlecht, weil Torf, wie gesagt, braucht pro Meter 1000 Jahre. Das heißt, die Regenerationsrate ist ziemlich beschissen. Wer also Torf verbraucht, das ist quasi genauso, als würde man sonstige fossile Energieträger verbrauchen. Und der wächst so schnell nicht nach. Und das sollte man einfach sein lassen, wenn man es irgendwie vermeiden kann. Und billige Blumenerde enthält halt immer als Hauptbestandteil sogar Torf. Dafür wird auch immer noch größtenteils abgebaut. Zum Heizen wird dann nur noch selten verwendet, beziehungsweise zu speziellen Heizvorgängen, nämlich Whisky destillieren, also den genau genommen die Gerste rösten, heiß machen, sage ich jetzt mal ganz einfach, um eben Whisky herzustellen. Ja, die wird auch getorft, besagte Gerste. Und das führt dann halt eben dazu, dass man da immer noch einen gewissen Abnehmer für Torf als Brennstoff hat. Ich versuche mich an ungetorften Whisky zu gewöhnen. Das ist ökologischer. Ja, und in diesem Zusammenhang möchte ich dann auch jetzt schließen. Wir haben das Moor fast wieder verlassen und machen dann noch einen kleinen Rundweg und gehen wieder nach Hause. Vielleicht finde ich noch was anderes, was ich noch erzählen möchte. Aber das war ein sehr schöner Ausflug, auch in Zeiten von
bleibt gefälligst zu Hause. Wobei es hier wirklich, wirklich, wirklich voll ist. Also der Parkplatz allein, der ist erschreckend voll. So voll ist der an stinknormalen Sonntagen nicht. Und es ist Mittwoch. Also wir leben schon in interessanten Zeiten. Gut, dann also das Übliche. Bleibt gesund, wenn nicht, werdet es bald. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und Dankeschön.